Endlich ist es soweit. Seit langer Zeit warte ich auf diesen Tag. Jemand, der diese Wanderung unternimmt, der plant es ja schon länger. Und da kommt natürlich schon der Wunsch oder der Ehrgeiz dazu, das Ganze durchzuziehen, wie man sagt, und auch das Ziel zu erreichen. Und so mache ich mich auf den Weg, wie einst Ludwig Grassler. Zu Fuß. Von München nach Venedig. Die Berge sind mächtig, die ich in diesen Tagen übersteigen und erleben darf. So riesig, eindrucksvoll. Man darf das nicht als reine Wanderung ansehen, sondern das ist schon ernsthaftes Bergsteigen. Wenn man nicht die richtigen Voraussetzungen und die richtige Ausrüstung hat, dann kann der Traumpfad sehr schnell zu einem Trauma werden. Eigentlich möchte ich gar nicht in Venedig ankommen.